Nachgefragt. Dein täglicher Videopodcast zu Corona. Mein Name ist Philipp Hennicke. Ich bin Leiter der Infektiologie für Kinder, der pädiatrischen Infektiologie hier an der Uniklinik Freiburg. Und gleichzeitig habe ich eine Professur am Zentrum für Immundefizienz, also für Menschen mit Immunschwäche und Erkrankungen der Immunschwäche. Wir haben insgesamt zwei Studien durchgeführt. Die erste Studie war tatsächlich eine Schlaglichtstudie, die kurz nach dem Höhepunkt der, was man jetzt die erste Welle nennt, also Ende April, Anfang Mai, in vier Standorten, das heißt in vier Universitätsstädten in Baden-Württemberg, nämlich neben Freiburg, Tübingen, Heidelberg und Ulm, sehen wollte, wie viele Kinder, die zufällig ausgewählt werden, und wie viele Eltern, die dann jeweils ein Elternteil, der dazugehörte, entweder akut erkrankt waren an Corona oder in den letzten Monaten, praktisch seit Beginn der ersten Welle, eine Erkrankung durchgemacht hatten. Und diese Untersuchung war wichtig, um zu entscheiden, ob Kinder ein besonderes Risiko darstellen in der Pandemie in Baden-Württemberg und ob es gerechtfertigt ist, die Kindergärten und Schulen wieder zu öffnen, die zu dem Zeitpunkt geschlossen waren, bis auf Notbetreuung. Das erste wichtige Ergebnis war, zu dem Zeitpunkt haben wir nur, wir haben insgesamt in Baden-Württemberg 2.500 Kinder etwa und 2.500 Erwachsene untersucht. Und wir haben tatsächlich nur einen Haushalt gefunden, wo bei Menschen, die sonst nicht krank waren, das war die Voraussetzung, sie sollten nicht akut krank sein, wo wir Coronaviren tatsächlich gefunden haben im Nasenrachenraum. Und dann die andere, das wichtigere Ergebnis war, dass wenige Menschen, nämlich weniger als 2% aller Menschen, die wir untersucht hatten, hatten zu dem Zeitpunkt Hinweise darauf, dass sie vorher eine Infektion durchgemacht hatten. Also 98% nicht. Und Kinder waren ungefähr nur halb so oft betroffen gewesen wie Erwachsene. Das heißt, das Risiko von Kindern, hier ging es zwischen 1 und 10 Jahren, an Coronavirus zu erkranken oder erkrankt gewesen zu sein, war deutlich geringer als bei Erwachsenen im selben Haushalt. Wo ich Ihnen jetzt noch keine Ergebnisse sagen kann, weil wir gerade die Auswertung erst machen, also nicht, dass ich sie nicht sagen will, sondern wir haben einfach die Auswertung noch nicht fertig. Da ging es dann darum, dass wir über das Gesundheitsamt Menschen angeschrieben haben, die nachweislich eine Infektion hatten. Und wenn sie Kinder hatten, unter 18 im Haushalt, haben wir sie gebeten, mit allen Haushaltsmitgliedern zu unserem Studienzentrum zu kommen. Und dann haben wir die gesamten Haushalte, also praktisch jetzt Familien im weiteren Sinne, untersucht auf die gleiche Frage, mit dem Unterschied, dass es ja in jedem Haushalt einen gesichert Infizierten gab. Das war immer der Ausgangspunkt. Und das Spannende daran, deswegen sind wir auf die Ergebnisse auch sehr, wir können sie kaum erwarten, also wir arbeiten mit Hochdruck dran, diese Studie auszuwerten, ist, dass mit der Diagnose einer Infektion ja die Quarantäne dieser Familie in dem Augenblick stattgefunden hat. Das heißt, anders als wir das bei anderen Erkrankungen vorher kannten, hat niemand mehr das Haus verlassen und die gesamte Familie war ständig ausgesetzt dieser Infektion durch den jeweiligen Infizierten. Und das war, also wird uns jetzt, denke ich, viel Erkenntnisse geben darüber, wie Infektionen in solchen Familien sich ausbreiten und wie Kinder reagieren, wenn sie eine Infektion entweder selbst durchmachen oder aber auch nur einer Infektion ausgesetzt sind. Annahme, und das, es gibt ja eine ganze Reihe von Studien zu Corona-Infektionen, die eben nur dieser Frage nicht nachgegangen sind, aber die Annahme ist erstmal, dass Kinder weniger Symptome zeigen, wenn sie tatsächlich erkranken. Das heißt, die Erkrankung dann gar nicht wahrgenommen wird. Und damit, und das ist als in der Infektiologie bei Kindern
eigentlich bei allen Erkrankungen so, wenn man keine Symptome hat, ist das Risiko, dass man andere ansteckt, deutlich geringer, als wenn man Symptome hat. Das heißt, wir sind jetzt sehr, sehr gespannt zu sehen, welche Rolle Dinge wie, wie lebt man, wie eng lebt man, wie viele Erwachsene sind tatsächlich erkrankt in so einer, macht es einen Unterschied, ob nur ein Elternteil erkrankt sind oder ob zwei Elternteile erkrankt sind dafür, dass die Kinder sich auch anstecken. Wie ist es, wenn tatsächlich ein Kind eine Infektion so in so eine Familie reinbringt? Welche Rolle spielen die Wohnsituation, die Alterszusammensetzung in der Familie? Spielt es eine Rolle, wenn ein älterer Mensch noch mit in dieser Familie lebt? Also wir werden wir haben viele Fragen, die wir da stellen, aber die Idee ist eigentlich, dass Kinder in dieser, oder die Hypothese ist, dass Kinder in dieser besonderen Situation der Coronavirus-Pandemie eher keine Treiber der Infektion sind, sondern durchaus betroffen sein können, aber dann eher keine Treiber. Also wir haben schon ganz eindrucksvolle Interviews auch geführt, wo wir gemerkt haben, beide Eltern sehr krank, zwei Kinder, die klein sind, mit den Eltern praktisch zusammen, mit diesen kranken Eltern zusammen in einem Bett wohnen für 7 Tage und die Kinder werden nicht krank. Also das waren jetzt schon eindrucksvolle Interviews. Wir haben ja insgesamt 160 Familien hier in Freiburg angeguckt und da gab es schon sehr, sehr eindrucksvolle Situationen, die uns berichtet worden sind.